Hier ist ein Creeper an deinem Scheißeingang. Wo bist denn du? Oh Gott, der explodiert. Ja, oh mein Gott. Ach, Digga, Max! Oh, Junge, Max, warum? Was würdest du sagen, Max, zu meinem Haus? Skala von 1 bis 10? Also, es ist ja noch nicht fertig, aber dafür ist es auf jeden Fall eine solide 3+. Was? Jetzt werden hier andere Saiten aufgezogen, wie wenn die Gitarre verstimmt ist. So, Max, jetzt guck mal hier, Max, komm mal bitte zurück, Max. Trimax, komm mal bitte zurück. Alter, also G-Times Haus ist ja insane. Ich habe das mächtigste Produkt, das wir verkaufen können, Junge. Drei Zecke. Oh, als Farm? Hast du schon welche? Ja, nein, Alter. Aber wir können eine Farm bauen. Spark weiß, wie das geht. Und es gibt nur eine einzige Person, glaube ich, auf diesem Server, die bisher einen Dreizack hat. Und du errätst niemals, wer das ist, Max. Komm mal, HD. Sag, ich sage, Chef Strobel hat einen. Es ist aber nicht der Einzige, der einen Dreizack hat. Chef, dann ist halt auch noch Humatra ein. Komm mal zu mir, Trimax. Hier, Max. Hier über dir. Andere Seite, das andere Seite. Nee, andere Seite viele, hier. Die noch keinen hier. Haben, ne? Hinter dir? Das ja, stimmt. Hinter dir? Nein. Hier bei der Bienenfarm stehe ich, Max. Komm zur Bienenfarm. Alter, der Flieger der Lüfte. Schau ihn dir an. Max, jetzt guck mal hier. Sag doch mal was zu meinem Haus. Also, sag doch einfach mal was. Ist es nicht ein Palast? Ist es nicht ein Palast? Ist nice. Ja. Aber. Aber? Müssen wir mal genauer angucken nochmal. Okay, flieg mal mit rüber auf den Baum. Flieg mal mit rüber zum Baum von Reefed. Auf den Baumstamm. Da kannst du mal von vorne sehen. Wo ist Reefed Baum? Wo? Wo soll der wohl sein, hier. Max? Guck mal, Trimax, von vorne. Ist es nicht schön? Findest du es nicht geil, Max? Ich find's nice. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, du baust immer im gleichen Stil die letzten 8 Jahre. Das sagst du jetzt nur, um mich zu triggern. Du bist das erste Mal dabei bei Craft Attack. Ist richtig. Letztes Mal warst du ja nur so dabei irgendwie. Jetzt bist du richtiger Part davon. Das erste Mal ist ja so warm duschen quasi. Und jetzt sagst du das? Sowas habe ich noch nie gebaut. Das habe ich noch nie gebaut, sowas. Max, warum sagst du das jetzt? Aber ich weiß, wer vorher immer mit Quarz und hier, wie heißt es? Wie heißen diese Steine da? Trimax, komm mal rein, ich zeig dir kurz. Komm mal rein, Trimax, komm rein. Wir gehen mal unten rein. Du bist so lost. Ich mute G-Time. Du bist so lost, Revi. Du bist so lost. Trimax, komm rein. Komm rein, Creeper explodiert. Wo? Also wäre sein Haus so schlecht ausleuchtet. Och nein, Max, bitte sag mir nicht, dass du jetzt hier irgendwie wieder eine Scheiße gebaut hast. Hier ist ein Creeper an deinem Scheißeingang. Wo? Wo bist denn du? Oh Gott, der explodiert. Ja, oh mein Gott. Och, Digga, Max! Och, Junge, Max, warum? Nee, also ganz ehrlich, du baust ein Haus in 10 Stunden und leuchtest es nicht aus. 22 Stunden, wo ist der explodiert? Och, Junge! Du hast die Explosion so verdient, Trimax, Alter. So schlecht von dir. Hier sind doch, da liegt sogar eine Fackel. Was redest du denn? Hier ist einfach ein Creeper oben drauf. Das musst du echt fixen. Du hast das echt. Also schon mal direkt ein bisschen Punkt Abzug. So, Abzug du hast in der Bienen. Okay. Hey, Leute haben gesagt, du hast ihn explodieren lassen. Hey. Lauf nicht weg. Stell dich dem Kampf. Komm zurück und bewerte das Haus anständig, du Halunke. Komm her. Komm. Nö. Doch. Wie nö? Ich bin der Letzte ohne Tode. Du kannst mich nicht hauen. Ich werde dich nicht umbringen. Ich hab schon die Creeper-Explosion voll tanken müssen. Gastfreundschaft, komm rein. Ich werde dich nicht umbringen. Wir gehen unten rein. Komm. Trimax, ich werde dich nicht töten. Komm. Wo ist denn unten? Unten vor dem Haus. Dein Haus ist viel zu groß. Das macht es ultra ungemütlich. So, noch ein Punktabzug. Was? Ja, das ist schon 2 Punkte Abzüge. Schlecht beleuchtet. Dein Haus ist viel größer. Komm jetzt hier runter. Ich finde den Eingang nicht. Ich laufe um das ganze Haus. Ja, mein Haus ist größer, aber das ist übersichtlicher gebaut. Ja. Komm hier rein, Max. Guck mal, das ist ja wohl offensichtlich, dass das hier der Eingang ist. What? Das ist der Eingang. Ich komme hier gar nicht hoch. Du hast keine Treppen hier. What the Hä? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Max, du regst mich gerade so auf. Ich bring dich gleich um. Jetzt komm hier rein. Dritter Punkt Abzug. Hey, Digga, das ist so unfair, Digga. Ich sitze hier 22 Stunden dran. Der macht sowas mit mir. Guck hier, Max. Hier erstmal so eine kleine Oase der Ruhe. Schön, oder? Guck mal hier, was wir hier haben. Hier. Bisschen viel Rasen, oder? Guck mal, wenn ich hier zum Beispiel chille, stell ich mal in mich rein. Stell ich mal in mich rein. Ja, jetzt ist der Rasen weg. Und Raut hätten wir vorher machen können. Guck mal hier. Hier haben wir noch eine kleine Hütte. Hier ein paar Lamas sind auch drin. Ist doch schön hier, oder? Ist doch sehr, sehr ruhig hier, sag ich mal. Ist wie eine Ruhe. Ja, aber ich würde mal die Gärtner kommen lassen. Ist echt stark zugewachsen. Ist einfach nur Knochenmehl gespammt, ne? Das soll so sein. Das ist doch hier verwunschen, sag ich mal so ein bisschen. So, guck mal hier. Hier kommt so eine richtig schöne, so eine lange Tafel hin für uns alle zur Besprechung, Max. Guck mal hier oben, hier. Hier haben wir unsere Besprechung dann in der großen Halle. Weißt du, was ich meine? Ja. Ne? Lass das bitte. Nö. So, dann kann man hier natürlich den Wasseraufzug nehmen. Muss man aber nicht, weil man kann natürlich auch hier die Treppe hochgehen. Hier geht's dann später ins Lager. Hier ist das Lager, ne? So ein altes Fachwerkhaus. Cool. So, dann können wir noch eine Etage höher gehen. Komm mal mit. Dann geht's hier in die Gästezimmer. Da war kein Geländer, ich bin runtergefallen. Unsicher hier. Max, bitte. Hier sind dann die Gästezimmer, sag ich mal, ne? Jetzt fehlt hier. Ja, es kommt noch alles. Hier sind die Gästezimmer. Hier ist meine Katze. Die habe ich jetzt neu. Mhm. Genau. So, dann geht's hier nochmal. Geht's hier später nochmal ein Dachboden. Der ist gerade geschlossen, weil da oben spukt. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, dann haben wir hier oben nochmal so eine kleine Area halt zum, ne, zum Relaxen. Ich dachte, hier kommt so eine Bibliothek, Enchantment-Raum, irgendwie was rein, ne? Und das ist jetzt quasi nur der Teil mit dem Höhlenhaus. Und jetzt gehen wir mal nach oben, Max. Und jetzt kommt man hier in den Palast rein. Guck mal, hier, mit Tapete, allen drum und dran. Algenblöcke als Tapete. Algenblöcke? Richtig kreativ, oder? Okay, ist nice. Doppelte natürlich. Wand. Hier kommt dann halt so Tanzsäle und sowas rein. Noch eine Treppe kommt natürlich auch. Komm mal hier, hier mit, Max. Ja. Lass die Sachen da in Ruhe, sonst töte ich dich. Weiter geht's. Hier hoch. Wer ist das denn da oben? Wer ist das? Wer ist das? Ah, ich bin Reapers. Wie siehst du denn aus, Alter? Was hast du für ein Skin, du Ekliger? Du siehst aus wie jemand, der... Hey, One Punch Man. Das ist ein Anime. Das ist cool. Der sieht aus, als dürfte sich ein Kindergarten nicht nähern. What the fuck? Guck mal hier, Max. Hier ist dann nochmal eine Etage, ne? Dann kommen da Balkone hin. Hier ist nochmal eine schöne Balustrade. Hier schaue ich über mein Reich und so, weißt du? Das ist nicht dein Reich, da ist direkt das Nachbargrundstück. Real Talk. Das von Reef ist ja auch von mir. Ich baue da noch den Baum hin. Da kommt noch ein schöner Wald hin. Ne? Nein, ich will aber auch bauen. Ich habe mit Reef schon gesprochen, das ist Reefs Grundstück, Kevin. Nein, ich habe das ist alles. Ist natürlich gegeben. Aber auch nur blöd. Mieter. Kevin, halt den Mund. Was sagst ist du? Ist natürlich auch blöd, dass dein Haus hier so ist und nebenan ist direkt Reapers unglaublich falsch. G-Times unglaublich geiles Haus. Genau. Komm mal hin, komm mal mit. Was ich geil finde, ist hier diese fliegende Festung da, ne? Also hier rechts das. Guck mal, da wird ein riesen Raumschiff gebaut. Alter Max, guck das dir das mal bitte hässlich. An. Das ist ultra hässlich, oder? Das ist sehr, sehr hässlich. Geil. Ja. Nee. Oh Gott. Siehst du das, Digga? Lass mal ist das? Der baut das. LP mit Kev, Digga, der Bitcoin-Millionär. Lass mal da hinfliegen. Das ist ja so hässlich, Digga. Das kann doch nicht da bleiben. Nee, also man muss dazu sagen, hier Max, ne? Also der tut ja nicht richtig erklären, Revi. Die Erdplatte und so, die bleibt nicht, ne? Das wird ein Raumschiff, ein fliegendes. Also wirklich gar nicht meins. Also wieso baut ihr das nicht unter der Erde? Das ist ja voll hässlich. Ich baue alle meine Farmen unter der Erde. Warum baut ihr das Raumschiff über die Erde? Da sieht das doch jeder. Das nee, doch, das, aber... Der wohnt da drin. Was macht denn ein Raumschiff unter der Erde Sinn, Max? Nee, aber ist der nicht... Oh, weißt du, was ich meine? Nee, weiß ich nicht. Es ist kompletter Schwachsinn. Aber ich bin auf deiner Seite. Es muss abgerissen werden. Die Among Us-Dinger hier sind geil. Was würdest du sagen, Max, zu meinem Haus? Skala von 1 bis 10? Also, es ist ja noch nicht fertig, aber dafür ist es auf jeden Fall eine solide 3+. Was? Eine 3? Eine 3 plus ist übel nice. Bist du dumm? Was sagst du zum Haus von Reaps? Von Reapers? Ist noch lange nicht fertig, ne? Ist klar. Ist noch nicht fertig. Zombie-Grind war halt real. Von Reapers Haus, ja, kannst dich vergleichen. Der spielt frisch, seit einer anderen Wertung. Ja. Also ja. G-Time und Revi spielen ja ungefähr gleich lange Minecraft, deswegen kann man euch bewerten. Und die Kreativität bei G-Time ist einfach insane, weil sowas noch nicht gebaut wurde. Ja, aber meint's ja auch noch Spark, nicht. Was du letztes Jahr gebaut und vorletztes Jahr Spark. Hä? Das stimmt doch gar nicht. Ich habe letztes Jahr was ganz anderes gebaut. Letztes Jahr hatte ich ein Haus, was eine Ritterburg war, du Knecht. Ja, also ich würde G-Time echt irgendwie noch eine knappe 1 geben, eine 1-. Und ich habe eine 3+. 3+. Also Digga, 3+ ist doch übertrieben krass. Du hast doch nicht mal den geheimen Raum in meinem Haus gesehen, Max, ne? Der ist noch heftiger, das ist nicht alles von meinem Haus. Also, Max, du kannst das jetzt noch zurücknehmen oder ich mute mich jetzt wieder und bin weg. Da oben ist eine Tarnung. Nein, das ist doch übertrieben nice. Nee. What the fuck? Also, das kann ich so nicht hinnehmen, tut mir leid. Da bin ich als Künstler einfach... Das tut mir leid. Ja, okay, dann. Ihr könnt ja beide noch Punkte sammeln. Bisher ist das der... Das da unten! Stand. Das sieht aus wie ein Freizeitpark. Das sieht aus wie das Ikea Smallland, was Kevin da gebaut hat. Ja, warte mal auf. Ich werde Max gleich den Geheimgang zeigen und dann wirst du sehen, Revi. Also, Digga, das Haus hier unten, das ist ja wirklich... Das ist eine ja, ist geil. Trimax, ich bin dann jetzt ganz kurz mein Haus abreißen und baue das woanders wieder auf. Chili, okay. Das geht gar nicht. Was? Klar geht das. So, wir spielen ein Spiel, ja? Ihr müsst alle mitmachen, okay? Seid ihr ready? Das Spiel heißt, wessen Katze ist tot? So, Max, mir reicht's jetzt, Digga. Ich spreng jetzt deinen Kaktusturm. Wenn das jetzt wirklich wenn du jetzt wirklich meine Katze umgebracht hast, Max. Wenn du meine Katze umgebracht hast, dann spreng ich deinen ganzen Kaktusturm. Das ist ein geiles Game. Dann spreng ich deinen komplett. Ey, das ist auch mein Lieblingsspieler. Ich meine das ernst. Ich meine das ernst. Das geht auch um Kopf, das ist mein absolutes Lieblingsspiel von allen. Nein. Ich hab mich so darüber gefreut. Du hast diese wild rumlaufenden Straßenkatzen hast du bei dir ins Haus genommen. Okay, sie ist nicht tot. Max, du hast Glück gehabt. Ja, weil ich tierlieb bin im Gegensatz zu dir.